Es ist der Albtraum jedes Passagiers, der auf diesem Flug von Seoul nach Dallas eintritt. Plötzliche heftige Turbulenzen. Einige der 240 Fluggäste geraten in Panik. Rund 20 Minuten lang wird die Maschine durchgeschüttelt. Dabei sinkt sie mindestens einmal stark ab. Dieses Video soll an Bord des Fluges American Airlines 280 aufgenommen worden sein. Der Mann, der mit seinem Handy filmt, sagt, das ist das Beängstigendste, was ich je gesehen habe. Mindestens 14 Passagiere ziehen sich bei dem Vorfall über Japan teilweise schwere Verletzungen zu. Ein Passagier der ersten Klasse filmt und fotografiert das Durcheinander an Bord. Getränke sind durch die Kabine geflogen, die Bedienwagen, aus denen eben noch das Abendessen serviert worden war, liegen im Gang. Die Boeing 777 muss schließlich in Tokio notlanden. 4 Passagiere und ein Crewmitglied werden ins Krankenhaus gebracht. Grund für die Turbulenzen war ein Wintersturm, der in Japan zu zahlreichen gestrichenen Flügen, Schneestürmen und hohen Wellengang führte.